Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir gemeinsam die neuen Thermomix-Plätzchen-Rezepte ausprobieren. Ich sage neu, weil sie mir so neu aufgefallen sind. Es gibt für Vanillekipferl gibt es zum Beispiel ein etwas älteres Rezept. Das Rezept hier hatte ich selber noch gar nicht gesehen. Zimtsterne hatte ich auch schon mal mit dem Thermomix gemacht. Das war aber auch ein anderes Rezept. Und hier sind noch Lebkuchenherzen. Ich habe alles gestern Nacht gebacken, habe sehr viel rausbekommen. Ich habe was zurückgelegt für meine Eltern, für meine Schwiegereltern, für die Nachbarn und habe immer noch genug. Das sind wirklich große Portionen. Bei den Vanillekipferl ist mir aufgefallen, dass ich die irgendwie viel zu groß gemacht habe. Ich wusste nicht, dass die so aufgehen. Die sind aber mega lecker. Mir läuft schon Wasser im Mund zusammen. Jetzt fangen wir mal an, über die Rezepte zu sprechen. Soweit ich weiß, darf man die Thermomix-Cookie-Doo-Rezepte nicht eins zu eins veröffentlichen. In diesem Video soll es einfach nur darum gehen, welches Rezept bei mir wie gut geklappt hat, was sind meine Tipps, damit es bei euch sogar noch besser klappt und schmecken diese Rezepte überhaupt? Ich kann euch sagen, sie schmecken alle. Fangen wir an mit den Vanillekipferl. Die waren wirklich sehr einfach zu machen. Für mich das allererste Mal, das mit dem Rollen und so. Ich zeige euch gleich, was ich so für mich für einfach empfunden habe. Ich würde euch sagen, macht sie auf jeden Fall kleiner, als ich es gemacht habe. Und falls ihr genau diese drei Kekse ebenfalls machen möchtet, dann fangt mit Vanillekipferl an, weil der Teig muss 2 Stunden gehen. Ich habe in der Zeit meinen Weihnachtsbaum mit meinem Mann zusammen gekauft und dekoriert. Und das Problem war, dadurch war der Teig bei mir etwas länger im Kühlschrank. Deshalb habe ich den Teig so in kleine Stücke geschnitten. Werdet ihr gleich sehen. Bei diesem Rezept finde ich es sehr toll, dass man die meisten Zutaten, eigentlich alle Zutaten, sowieso schon zu Hause hat. Man braucht Zucker, Vanillezucker, Mandeln, Mehl und Butter. Das sind wirklich alles Dinge, die man sowieso meistens zu Hause hat. Und eigentlich sollten die Mandeln geschält sein. Ich hatte keine geschälten Mandeln, aber ist ja nicht schlimm. Dadurch hat der Teig bei mir halt so ein bisschen braune Punkte noch drin durch die Mandelschale. War aber für uns nicht schlimm. Beim Formen von den Vanillekipferl ist mir aufgefallen, dass es mir am leichtesten fällt, wenn ich mit dem Teig so ein bisschen arbeiten kann. Wie gesagt, bei mir war der Teig ein bisschen zu lange im Kühlschrank. Ich habe immer so ein Stück genommen, so breit wie meine 4 Finger. Dann habe ich das Ganze so zu einer länglichen Masse geformt und dann auf dem Holzbrett so ein bisschen eine glattere Oberfläche bekommen. Dann macht ihr einen Halbkreis damit und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Spitzen anfassen und habt überall woanders keine Fingerabdrücke mehr. So klappt das Ganze sehr gut. Aber ich würde euch empfehlen, maximal nur die Hälfte von der Portion zu nehmen. Die ich genommen habe für ein Stück, war einfach viel zu groß. Schaut mal, wie groß die geworden sind. Aber Leute, die sind so lecker. Übertrieben lecker, Leute. Das sind übrigens die Lieblinge von meinem Mann. Ich bin auch ein Vanillekipferl-Fan, aber ich liebe auch die Zimtsterne. Deshalb machen wir weiter mit den Zimtsternen. Die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, das ist der Askan, mein Hund, mit dem Knochen. Aber ich wollte ihn irgendwie ablenken. Gleich geht es zum Training. Bis dahin muss er ein bisschen abgelenkt werden. Die Zimtsterne sehen jetzt so aus. Die hier habe ich so ein bisschen länger im Ofen gelassen. Dadurch sind die ein bisschen beiger geworden. Die anderen beiden Bleche, die eher so noch weißer aussahen, habe ich für die Nachbarn, für die Eltern und so weiter zur Seite getan. Für uns ist es nicht schlimm, wenn die ein bisschen bräunlicher sind. Aber für die Eltern und die Nachbarn wollte ich sie schön weiß haben. Für die Zimtsterne braucht ihr in der insgesamten Zeit nur 1 Stunde. Danach müssen sie halt noch mal ein bisschen abkühlen. Aber das ist so das allereinfachste Rezept, würde ich sagen. Die Vanillekipferl brauchen auch nicht so lange, aber da müsst ihr ein bisschen was formen. Bei den Zimtsternen müsst ihr nur ausstechen. Die Zutaten, die ihr braucht, sind Zucker, Zimtstangen, Mandeln, Haselnüsse, Honig, Eiklar und Zitronensaft. Passt auf, ich habe ein bisschen mehr als 1 Teelöffel Zitronensaft genommen und da schmeckt man schon ziemlich was von der Zitrone raus. Falls ihr das nicht mögt, dann achtet sehr gut darauf, dass ihr wirklich genau nur 1 Teelöffel habt. Dann steht im Rezept 1 bis 2 Zimtstangen. Natürlich ist das so eine Geschmackssache, aber ich habe 2 Zimtstangen genommen. Auch wenn ihr keinen Thermomix zu Hause habt, könnt ihr das Rezept mal googeln. Werdet ihr im Internet finden, die genauen Angaben sogar. Aber ich darf es jetzt nicht so
öffentlich hier zeigen, sonst ist es meine Schuld, aber ich habe das Rezept online auch schon gefunden. Falls ihr keinen Thermomix habt, ist das ein Rezept, welches ihr sowieso zu Hause sehr gut machen könnt. Also ihr könnt die Mandeln und Haselnüsse schon so klein gemacht kaufen. Es gibt ja auch diese Packungen, wo wirklich diese mini, mini kleinen Stücke drin sind. Wie nennt man das, wenn man Mandeln zu Mehl macht? So fast wie Mehl. Das macht man halt mit dem Thermomix, zeige ich euch hier mal in der Aufnahme. Aber ihr könnt das Ganze auch so kaufen und dann alle Zutaten zusammenmischen und dann habt ihr eigentlich schon die Teigmasse und könnt die Sterne ausdrücken. Die schmecken super gut, sind sehr einfach zu machen und dauern in der Zubereitung nicht so lange und sind einfach mega lecker. Aus dem Rezept bekommt ihr 3 ganze Backbleche. Ich habe genug für uns. Habe genug für die Nachbarn und dann habe ich auch noch eine Box voll. Also von dem Rezept habt ihr wirklich sehr viel. Als nächstes kommen wir zu den Lebkuchenherzen. Ich weiß nicht, warum meine so aussehen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Im Rezept sehen sie komplett anders aus. Aber Leute, schmecken tun sie super. Irgendwas habe ich mit der Glasur falsch gemacht. Ich weiß aber nicht was. Vielleicht könnt ihr eure Vermutungen unten reinschreiben. Vielleicht habe ich die Herzchen nicht lange genug abkühlen lassen. Das könnte es vielleicht sein. Und die sind auch so klebrig geworden. Wenn der Teig so ein bisschen zu pulverig aussehen sollte bei euch, genauso wie bei mir, dann macht euch keinen Stress. Sobald ihr die komplette Masse auf der Arbeitsfläche habt und so ein bisschen mit den Händen knetet, wird die Masse auch wirklich zu einer guten Teigmasse. Und durch das Rollen mit dem Nudelholz... Askan, kannst du ein bisschen leiser sein? Durch das Rollen mit dem Nudelholz wird die Masse auch noch so ein bisschen zusammengedrückt und ihr könnt eigentlich sehr leicht die Herzchen rausbekommen. Für mich das Rezept, was am wenigsten gut geklappt hat, aber gut schmeckt. Also bevor ich die Glasur drauf hatte, habe ich die Herzchen probiert und dachte mir, oh mein Gott, ich habe viel zu viel Lebkuchengewürz genommen. Aber dann habe ich die Glasur drauf gemacht und richtig abkühlen lassen und jetzt schmecken sie super. Die sind nur... bisschen trocken, als wäre da ein bisschen zu wenig Flüssigkeit drin, ne? Als hätte ich da wirklich irgendwas vergessen. Ich weiß nicht was. Die Zutaten sind auch relativ simpel. Ihr braucht keine komischen Werkzeuge. Ihr braucht eigentlich nur einen Backofen, ein Nudelholz und das war es eigentlich auch schon. Irgendwas zum Ausstechen von Herzchen. Was ich noch extra gekauft habe, ist Lebkuchengewürz. Alles andere haben wir meistens da. Natron haben wir jetzt auch nicht immer da, aber ich hatte Natron jetzt schon wegen einem anderen Rezept da zum Glück. Aber auch hier haben wir keine zu komplizierten Zutaten. Ich würde sagen, mein Fazit ist zu diesen 3 Rezepten, Vanillekipferl ist auf Platz Nummer 1 dafür, dass es so gut schmeckt und mein Mann so viel Spaß dabei hat. Und die Zimtsterne, ich kann mich nicht genau entscheiden, was auf Platz 1 kommen soll. Ich liebe beides. Sie schmecken beide super gut, sind einfach in der Zubereitung. Nur fangt damit an, damit ihr in der Zwischenzeit, wo der Teig 2 Stunden gehen muss, die Küche aufräumen könnt und die Zimtsterne vorbereiten könnt. Und hier bei den Lebkuchenherzen, die sind super, bringen in diese Dreierkombi genau das rein, was fehlt. Aber irgendwas habe ich da falsch gemacht, Leute. Ich weiß aber nicht was. Wenn ihr noch mehr so Thermomix-Testrezepte, Testvideos haben möchtet, dann schreibt es mir gerne unten rein. Ich kann die Rezepte zwar nicht hier veröffentlichen, aber ihr könnt sie selber googeln. Oder ihr habt einen Thermomix und lasst mich einfach testen. Manchmal sind da halt auch so Rezepte dabei, wie die Herzchen zum Beispiel, die keine 100%ige Garantie haben zu funktionieren. Oder vielleicht war ich da auch ein bisschen zu müde. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, Vanillekipferl und die Zimtsterne könnt ihr mit ruhigem Gewissen machen. Sie schmecken super und funktionieren sehr leicht in der Zubereitung. Ich hoffe, damit konnte ich euch eine Idee für eure Plätzchenbacknacht geben. Falls ihr auch so Thermomix-Weihnachtsrezepte habt, die auf jeden Fall gelingen und nicht so kompliziert sind, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann können wir alle uns so ein bisschen austauschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am Donnerstag und danach am Sonntag wieder. Bis dann, tschüss. Jetzt kann ich weiter essen.